Wie kann man den Impressionismus und die aufkommende Moderne, die die Malerei im ausgehenden 19. Jahrhundert prägte, auf die Technik des Bronzegusses übertragen? Wie kann der Künstler die Luft und die Leichtigkeit und auch sein persönliches Empfinden in so einer recht dunklen und monochromen Plastik wiederfinden? August Gaul konnte dies. August Gaul war ein Tierbildhauer in Berlin des frühen 20. Jahrhunderts und hat es mit dieser Technik und mit seiner Kunst zu dem Bildhauer des Berliner Sezessionismus des frühen 20. Jahrhunderts gebracht. Mitte November findet unsere nächste Auktion Fine Art bei Van Hamm Kunstauktionen in Köln statt. Und wir können in dieser Auktion eine Reihe von Bronzen anbieten, die aus der Sammlung des Sammlerehepaares Kottmann aus Hanau stammen, die diese Familie, diese Künstler im Laufe der letzten Jahrzehnte zusammengetragen hat. Wir haben jetzt eine Reihe von Bronzen, die wir anbieten können in unserer großen Auktion, die zeitlich ein bisschen gestaffelt sind in den meisten 1910er Jahren. Rein zeitlich fängt er an mit dem Seelöwen, der dort hinten steht. August Gaul hat hauptsächlich gearbeitet für große Brunnenfiguren, denn das waren öffentliche Aufträge, die er erlangen konnte und darüber hat er dann eben Bekanntheit erlangt. Der Seelöwe, den er dort für 1903 entwickelt hat, der war für einen Brunnen vorgesehen in Münster, der allerdings niemals fertiggestellt wurde. Und so hat er dann die einzelnen Figuren, die für den Brunnen vorgesehen waren, Pinguine und Seelöwen, dann als Einzelbronzen immer wieder vervielfältigt. Sehr interessant ist die Arbeit mit dem Fischotter. Das ist mit die spannendste Arbeit, 1910 datiert. Ein weiteres Exemplar dieser Arbeit stand auf einer Stele auf einem Brunnen. Und dieser Brunnen, den hat er 1909 ausgestellt auf der Ausstellung der Sezession und sein Malerfreund Max Liebermann hat diese Arbeit gesehen und sich gedacht, das kann ich meiner Frau zu Weihnachten schenken. Und im Folgejahr 1910 wurde die Bronze, dieses Ensemble im Garten in Wannsee aufgestellt. Als letztes Stück hier oben diese Dreiergruppe mit den Enten. Das ist eine Arbeit, späterer Nachguss allerdings, aber eine Arbeit, die so heute noch in Berlin zu finden ist. Und zwar im Entenbrunnen in Charlottenburg findet sich genau diese Arbeit heute noch an prominenter öffentlicher Stelle. Und das zeigt einfach, wie beliebt August Gaul im Laufe der Zeit war. Es gibt zu dem Künstler noch sehr viel zu erzählen und das mache ich sehr gerne. Für das Video ist das leider viel zu viel, aber wenn Sie mich ansprechen, gerne im Laufe unserer Vorbesichtigung in den Tagen vor der Auktion. Ich freue mich drauf.